Das ist er, der neue Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Ernst Wilhelm Gohl. Bis zum offiziellen Amtsantritt im Juli ist er Dekan in Ulm, also Dienstvorgesetzter der Pfarrerinnen und Pfarrer in seiner Region, und er ist auch selbst als Pfarrer aktiv. Ich feiere fast jeden Sonntag Gottesdienst, wenn ich die Münster dann auf der Alp in anderen Gemeinden. Aber dann führe ich natürlich auch viele Gespräche mit Menschen auf der Straße, aber auch natürlich mit Mitarbeitenden. Die Begegnung mit den Menschen und einfach dieser Kontakt und den zu leben, das macht mir Freude. Darüber hinaus ist dem 58-Jährigen das Gefühl von Geborgenheit wichtig und das findet er in seinem Glauben. Also mein Glauben macht einfach ein tiefes Gottvertrauen auf, dass Gott mich trägt und hält. Für mich ist da auch wichtig, zum Beispiel morgens die Losung immer zu lesen, aber sich damit zu beschäftigen. Aber für mich ist genauso wichtig, an andere Menschen zu denken, die gerade schwere Situationen haben, auch für die beten und für die eine Kerze anzünden und dann manchmal das Bild dann mit der Kerze diesen Menschen zu schicken. Im Sommer tauscht Ernst Wilhelm Gohl den Arbeitsplatz in der höchsten Kirche der Welt gegen das höchste Amt der Württembergischen Landeskirche und tritt die Nachfolge von Frank Ottfried Juli an. Das Wichtigste, was ein Bischof in seinen Augen mitbringen sollte? Dass er weiß, wie die Gemeinden ticken in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit. Weil nämlich nur so die Kirchenleitung dann auch die Gemeinden für diese Veränderungsprozesse gewinnen kann. Sein Wunsch für die nächsten Jahre? Dass wir die Idee von Kirche, die vom Gottesdienst her in die Gesellschaft hinauswirkt, umsetzen und dass wir so fröhlich und zuversichtlich Kirche sind. Kirche, die in die Gesellschaft wirkt. Eine Vision, der sich bestimmt viele Christen in Württemberg und darüber hinaus gerne anschließen.